Technik, Dampfmaschine, erster Teil, atmosphärische Dampfmaschine nach Denis Papin. Dieses Video zeigt die Funktionsweise der ersten Dampfmaschine des Erfinders Denis Papin. Die Funktionsweise beruht auf der Nutzung des äußeren Luftdrucks zur Verrichtung mechanischer Arbeit. Denis Papin war ein französischer Erfinder. Papin war in Frankreich, später auch in Italien, England und Deutschland tätig. 1690 erhielt Papin vom Landgrafen von Hessen einen Auftrag. Er sollte eine Maschine zum Heben von Wasser erfinden. Der äußere Luftdruck sollte hierbei die notwendige Arbeit verrichten. Otto von Guericke zeigte mit den Magdeburger Halbkugeln bereits 1654 die enorme Kraft des äußeren Luftdrucks. Funktionsweise: In einem Behälter befindet sich Wasser. Er wird mit einem beweglichen Kolben verschlossen. Über zwei Rollen ist ein Gewicht am Kolben befestigt. Jetzt wird das Wasser erhitzt. Der Wasserdampf drückt nun den Kolben nach oben. Der Kolben wird arretiert. Jetzt wird das Wasser abgekühlt. Es entsteht ein Vakuum im Behälter. Der äußere Luftdruck wirkt nun auf den Kolben und drückt ihn nach unten. Dadurch wird das Gewicht nach oben bewegt. Es wird Arbeit verrichtet. Hier ist die Funktionsweise der Dampfmaschine in mehreren Durchläufen gezeigt. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Weiter geht's mit dem nächsten Video zur Dampfmaschine von Thomas Seffry.